Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute spreche ich über das Thema Motivation und die Fähigkeit, an Dingen dran zu bleiben und seine Ziele zu verfolgen. Ich bekomme häufig Kommentare, in denen ich gefragt werde, ja, schön und gut, ich will mein Leben verändern, aber ich kann nicht, ich schaffe es nicht, ich gebe immer wieder auf. Wie schaffst du es, dich zu motivieren? Wie bist du aus der Essstörung rausgekommen? Wie hast du es geschafft, immer weiterzumachen? Wie schaffst du es, nicht aufzugeben und so weiter? Das hat für mich alles mit dem Thema Motivation zu tun und eben der Fähigkeit, an Dingen dran zu bleiben. Und gerade für Menschen mit Borderline ist das nicht ganz so leicht. Da mache ich aber nochmal ein extra Video zu, woran das irgendwie liegen könnte. Und teile jetzt erstmal so meine Tipps zum Thema Motivation. Also kurz vorweg, um Dinge durchzuziehen oder um Dinge überhaupt anzugehen, es ist jetzt egal, ob das eine Ernährungsumstellung ist, ob das Sport ist, ob das Bewerbungsschreiben ist, Dinge, zu denen man vielleicht nicht wirklich Bock hat. Punkt 1 ist, man braucht dazu keine Motivation in meinen Augen, sondern einfach die Fähigkeit, Dinge durchzuziehen und ein gewisses Maß an Disziplin. Weil wenn ich immer nur Dinge tun würde, wenn ich mich motiviert fühle, dann würde ich herzlich wenig tun. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich keinen Schulabschluss, ich hätte keinen Studiumabschluss, ich hätte keine Ausbildung abgeschlossen. Es würde hier nie ordentlich aussehen, weil ich mich intrinsisch nicht so richtig motiviert fühle zur Ordnung. Wobei doch, wenn es richtig schlimm ist, dann fange ich schon an. Ich hätte jetzt keine Partnerschaft, weil es natürlich überhaupt nicht motivierend war, an meinen Ängsten zu arbeiten. Ja, also kurz gesagt, wenn man aversive Gefühle hat gegen irgendwas, was aber getan werden muss, dann sollte man es trotzdem tun. Also Dinge, die getan werden müssen, die können auch ohne Motivation oder sollten auch ohne Motivation getan werden. Des Weiteren ist es für mich immer hilfreich für mich, wenn es irgendwie um langfristige Ziele geht, wo es auch darum geht, dann dran zu bleiben, mir einen Grund zu suchen beziehungsweise ein Warum zu haben. Also ich muss wissen, warum ich das jetzt schaffen will, weil es ist wesentlich schwieriger, Dinge durchzuhalten, wenn das quasi von außen kommt. Wenn dir jemand sagt, ja, du musst jetzt Abitur machen, weil du musst es halt einfach machen. So, also, weil ich erwarte das von dir und das gar nicht von dir herauskommt. Das war bei mir zum Beispiel zu der Zeit der Fall. Ich hatte für mich gar kein Warum, warum ich dieses Abitur machen sollte. Das hat dazu geführt, dass ich häufig zur Schule geschwänzt habe. Ich habe es am Ende dann doch geschafft und so, aber halt auch nicht so gut. Weil für mich da keine Motivation hinterstand. Falls du selber in der Situation gerade bist, mir zuschaust und gerade kurz vorm Abitur stehst, kann ich dir sagen, ja, es ist natürlich sinnvoll, weil du hast, auch wenn du jetzt noch nicht weißt, was du machen willst, du hast viel mehr Möglichkeiten, wenn du Abi hast. Und man kann es natürlich auch nachmachen, wenn es zu dem Zeitpunkt einfach nicht passt, aber ja, grundsätzlich ist es besser. Genau, aber es ist auf jeden Fall so, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, warum ich mich jetzt quasi in diese unangenehme Situation begebe oder Dinge tue, die mir keinen Spaß machen, die vielleicht auch schmerzhaft sind. Gerade wenn es um die Bearbeitung von Ängsten geht oder raus aus der Komfortzone sozusagen zu gehen, da brauche ich ein großes Warum. Zum Beispiel war es für mich damals das Thema Beziehung. Ich hatte ja wahnsinnige Angst vor Menschen, ich hatte eine soziale Phobie, ich hatte Angst vor Sexualität, ganz große Bindungsangst, Menschen waren für mich bedrohlich und mein Ziel war es, in eine Beziehung zu kommen, tatsächlich beziehungsfähiger zu werden. Und deswegen habe ich mir eine Therapie gesucht, die oft auch schmerzhaft war, die ich oft abbrechen wollte. Das war sehr unangenehm und ich bin trotzdem dran geblieben, habe an meinen Ängsten gearbeitet und habe das am Ende geschafft, in kleinen Schritten immer weiter mich wieder raus ins Leben zu trauen, Menschen kennenzulernen, auch wenn es mal irgendwie blöde Menschen waren und ich so dachte, boah, lohnt sich alles nicht. Dieses Ziel dahinter hat mich motiviert und wichtig ist dann auch, sich kleine Schritte zu setzen und nicht zu sagen, ja, ich muss jetzt nächste Woche muss ich so und so viele Dates gehabt haben und in diesem Sinne schon Sex gehabt haben und den Partner fürs Leben gefunden haben. Das ist ein bisschen unrealistisch und dass es dann zu Frustration führt, ist klar, dass man sich dann irgendwie einen kleinen Schritt setzt, irgendwie so, weiß ich nicht. Ich schreibe mal irgendwen an oder ich mache mal einen Post, wenn man jetzt Freunde finden will, zum Beispiel in irgendeine Facebook-Gruppe und warte mal, was zurückkommt oder ich gehe mal auf diese Veranstaltung. Für mich war es damals auch so, ich konnte auf Veranstaltungen gar nicht lange sein, weil ich das von den Reizen her nicht ausgehalten habe, von meinen Ängsten her nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich gehe dahin und ich bleibe mindestens eine halbe Stunde. So, ich ziehe das durch, egal wie unangenehm es ist, ich bleibe dort. Das hat mir
zumindest dann geholfen. Dann sammelt man quasi so kleine Erfolgserlebnisse und diese kleinen Erfolgserlebnisse motivieren dann wieder, weil man merkt, aha, ich habe was geschafft, ich fühle mich gut, das ist sozusagen ein positiver Verstärker. Anders ist, wenn man sich halt große Ziele setzt und die immer wieder nicht schafft und quasi Misserfolge sammelt, dann ja, ist man natürlich auch nicht mehr motiviert und gibt viel schneller auf. Ja. Im NLP habe ich auch gelernt, dass es halt unterschiedliche Typen von Menschen gibt. Das eine sind die Menschen, die sich quasi zu einer Hinzu-Motivation haben und die andere eine Weg-von-Motivation. Das heißt, Weg-von wäre motiviert durch, ich möchte raus aus einem Zustand, in dem ich leide. Das war halt bei mir. Ich bin auf jeden Fall von Weg-von motiviert. Und andere Leute sind zum Beispiel motiviert, wenn es heißt, also weg von wäre, ich bin motiviert, raus aus der Armut zu kommen, deswegen lerne ich jetzt ganz viel, um mir einen guten Job zu suchen. Hinzu wäre, mich motiviert das große Geld, da möchte ich hin und das motiviert mich, wenn ich mir das vor Augen halte, wenn ich quasi mich hinsetze, visualisiere, wie schön das ist, dann fühle ich mich motiviert. Visualisierung, sich vorzustellen, wie es ist, wenn man sein Ziel erreicht hat, ist auch was sehr, sehr hilfreich ist, sich quasi mit allen Sinnen bewusst in die Situation reinzubegeben. Falls ihr nochmal ein gesondertes Video zum Thema Ziele setzen haben wollt, dann kann ich das auch machen. Mich hat immer motiviert, weg von einem leidvollen Zustand zu kommen, tatsächlich. Also ich bin so ein Typ Schmerz vermeiden, was nicht immer positiv ist, also damit zu arbeiten. Aber in dem Fall war es zum Beispiel so im Falle der Essstörung, dass ich mir vorgestellt habe, okay, wenn ich mich jetzt nochmal übergebe, dann werde ich wieder enttäuscht von mir sein, der Selbsthass ist da, dann werde ich wieder mit mir zu kämpfen haben, ich bin traurig, ich bin meinem Ziel nicht näher gekommen, ich habe meinem Körper geschadet und so weiter, dass ich mir wirklich so eine Liste gemacht habe und mir gesagt habe, okay, aus diesen und diesen und diesen, diesen Gründen ist es für mich total wichtig, dass ich das durchziehe, dass ich da rauskomme, dass ich dranbleibe, dass ich die Therapie mache, dass ich genug esse und so weiter und so fort. Obwohl natürlich dann ein aversives Gefühl da ist, insbesondere wenn es eine Sucht ist und da sind noch viele andere Themen mit beteiligt. Genau. Dann ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu sagen, man motiviert sich und gibt sich selber eine kleine Belohnung. Das heißt, man sagt sich, okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann belohne ich mich durch irgendwas Schönes. Und das ist für jeden Menschen ja individuell, was das sein kann. Manche wollen sich was Schönes kaufen, manche wollen einen schönen Nachmittag irgendwie in der Therme verbringen. Das wäre so ich, so ein bisschen Wellness und so. Ja, und das kann auf jeden Fall auch unterstützend wirken. Falls du jetzt denkst, ja, ich habe schon versucht, mit Zielen zu arbeiten, ich habe schon versucht, mit Belohnung zu arbeiten, ich habe schon versucht, mit Visualisierung zu arbeiten, ich habe schon versucht, einfach Dinge zu tun, es geht nicht. Ich habe so einen großen Widerstand. Ich schaffe das einfach nicht, mich zu überwinden, die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Meine Ängste sind zu groß, der Widerstand ist zu groß, es funktioniert einfach nicht. Dann könnte es sein, dass du halt entweder sozusagen eine fehlende Selbststeuerung hast, also zu impulsiv bist. Gerade wenn man eine Borderline-Diagnose hat, kann das durchaus sein, dass man sich sehr von seinen Gefühlen leiten lässt, auch von seiner Unlust leiten lässt, von Frustration, dass man viel schneller aufgibt, wenn quasi dieses krasse Gefühl weg ist. Also ich hatte das zum Beispiel bei mir, dass ich, wenn ich einen neuen Job angefangen habe, erst hat es mich total, es war aufregend, es war was Neues, es hat mich also so motiviert, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es was Neues war. So, nach einem halben Jahr wurde es dann irgendwie immer langweilig und ich habe gedacht, oh, ist das noch das Richtige? Vielleicht sollte ich mir wieder was Neues suchen, den Job wechseln und so weiter. Mit dem Studium war es genauso. Das erste halbe Jahr fand ich es gut, dann hat es mich gelangweilt. Und ganz ehrlich gesagt, auch in meiner Beziehung, das hat aber nicht so schnell, aber so nach anderthalb Jahren habe ich gedacht, boah, irgendwie habe ich denn noch Gefühle? Das fühlt sich alles so monoton an. Ist es denn das noch? Das ist gar nicht so aufregend. Und ja, also dieses quasi dieses Sensation Seeking oder so, dass man, also man nimmt Gefühle ja zum Beispiel intensiver wahr, wenn man ein Mensch ist mit der Diagnose. War jetzt eine gute Formulierung, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall nimmt man oft nur extreme Gefühle wahr. Und wenn was neu ist oder wenn man sich sagt, boah, ich fange jetzt das an und ich setze das um, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, stelle meine Ernährung um,
ich stelle mich jetzt dem und dem. Am Anfang hat man so voll den Energiekick und Endorphine werden ausgeschüttet und es ist aufregend und es macht Spaß. Und dann kommt nämlich die Zeit, wenn das alles nachlässt und es plumpst so runter und man denkt, boah, ist alles irgendwie langweilig, ob ich das wirklich noch will. Dann kommen so Gedanken, dass man das in Frage stellt und irgendwie keinen Bock mehr hat. Und dann häufig es so ist, dass man dann aufgeben will, weil diese Emotionen nicht mehr motivieren, weil diese Langeweile da ist. Oder aber, also das ist die eine Seite, wenn es was Aufregendes war, was einen irgendwie motiviert. Die andere Seite ist aber, dass Glaubenssätze aktiviert werden, Ängste aktiviert werden und dass diese Gefühle so übermächtig sind, dass man sozusagen wie gelähmt ist. Es kann auch sein, wenn man in einer depressiven Phase ist, dass man in regressives Verhalten fällt. Dass dann so Sachen kommt, wie kommen Gedanken wie, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, es bringt sowieso alles nichts. Man fühlt sich leer, man fühlt sich antriebslos. Und die Fähigkeit, das Ziel zu verfolgen, wenn man halt so, also dann auch noch impulsiv ist und Dinge aus dem Gefühl heraus macht und sich nicht mit dem Verstand sagen kann, das ist jetzt aber sinnvoll, sondern einfach immer nur wirklich aus dem Gefühl heraus handelt, das führt halt einfach nicht dazu, dass man irgendein Ziel verfolgt. Der kann dann auch die Motivation quasi eigentlich da sein, aber die Umsetzung klappt einfach nicht. Und wenn das der Fall ist bei dir, wenn du sagst, ja, ich bin ja eigentlich motiviert und ich will ja, aber ich krieg's einfach nicht hin, dann sind mit Sicherheit da innere Anteile da, die dich quasi selbst sabotieren, wobei das ja eigentlich Schutzanteile sind. Da gebe ich dir jetzt mal gleich ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Oder aber, dass die Angst so übermächtig ist, dass sie dich lähmt, dass du für dich Lebensgefahr siehst, wenn du das Ziel weiter verfolgst. Oder einfach die Situation nicht aushalten kannst, weil du deine Emotionen nicht gut genug regulieren kannst, als dass du da jetzt irgendwie durch könntest durch diesen Zustand. Kann ich auch gleich noch ein Beispiel von sagen, was es dann wirklich auch natürlich wesentlich schwerer macht, wenn du Ängste hast, wenn du Selbstzweifel hast und ein schwankendes Selbstbild hast und dementsprechend dir bestimmte Fähigkeiten irgendwann einfach nicht mehr zuschreibst, weil heute fühlst du dich so und gestern hast du dich noch so gefühlt und gestern hast du dich noch für kompetent gehalten und heute tust du es nicht mehr. Das ist schon ein Problem. Deswegen, wenn es darum geht, Ziele langfristig zu verfolgen, sollte man das mit dem Verstand tun am Ende. Sich ein Ziel zu setzen, sollte immer eine Entscheidung von Kopf und Bauch sein. Die Ziele zu verfolgen, macht aber schon Sinn, das mit dem Verstand zu tun. Jetzt ein Beispiel von mir, weswegen ich ganz oft Konkurrenzsituationen meide und die ehrlich gesagt auch heute immer noch nicht gut aushalten kann. Es geht da so ein bisschen um das Thema Erfolg haben, gute Leistung zeigen, sich durchsetzen gegen andere, was zum Beispiel wichtig wäre, hätte ich jetzt Karriere machen wollen. Bei mir in meiner Kindheit war es so, meine Schwester hat eine geistige Behinderung. Die war extrem eifersüchtig auf mich, wenn ich Lob von meinen Eltern bekommen habe für gute Leistung. Das heißt, sobald ich irgendwas besser gemacht habe, ist sie aggressiv geworden, ist sie auf mich losgegangen. Alleine schon Situation beim Zahnarzt mal. Er hat gesagt, ich sollte zuerst da dran. Das war schon zu viel für sie, weil sie dachte, ich werde bevorzugt. Dann hat sie mich in den Arm gebissen, es hat geblutet. Meine Eltern haben zu Hause zu mir gesagt, teilweise in Kunst war ich sehr gut. Wir loben dich jetzt nicht mehr, weil deine Schwester wird extrem aggressiv, wenn wir das tun. Und ich habe irgendwann, ich sollte zwar Leistung bringen, so, also für Leistung habe ich auch Anerkennung sozusagen bekommen oder meine Eltern haben schon erwartet, dass ich Leistung bringe, aber es wurde nicht so, wie soll ich das sagen, es wurde auf der anderen Seite halt nicht gewertschätzt oder Erfolg. Gut sein war für mich immer auch mit was Negativen sozusagen verknüpft. Ich wollte keine Konflikte ertragen müssen. Ich wollte nicht den Hass sozusagen von meiner Schwester auf mich ziehen. Und dementsprechend bin ich ganz ruhig geworden und hatte dementsprechend auch Probleme, mich irgendwann durchzusetzen. Ich habe mich immer überall sehr angepasst. Und wenn ich dann Ziele verfolgen sollte, zum Beispiel in einem Hotel, sollte ich Upsells verkaufen, was ich eigentlich auch gut konnte. Aber auch da war es dann so, wenn ich was verkauft habe, habe ich gleichzeitig den Hass von meinen Kollegen sozusagen bekommen. Die haben da drauf geguckt und dann war die Stimmung schlecht in der Schicht. Und das konnte ich halt gar nicht aushalten. Also ich konnte es nicht aushalten, sozusagen abgelehnt zu werden für Leistungen, die ich gebracht habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mir dann zwar vorgenommen habe,
Ja, ich möchte natürlich hier möglichst gut sein, aber im Endeffekt habe ich das dann nicht gemacht, weil es für mich schlimmer war, diese Leistung zu, den Neid zu spüren, die Missgunst zu spüren. Ich wollte angenommen werden, das war für mich so irgendwie lebensbedrohlich, dass ich in ganz vielen Situationen, wenn ich mir Ziele gesetzt habe, irgendwie die und die Leistung zu bringen, wenn ich wusste, jemand anderen würde das nicht passen, dass ich das dann irgendwie gar nicht mehr konnte, weil ich dann wie blockiert war. Und sowas kann natürlich immer sein, wenn du zum Beispiel auch bei mir Beziehung. Ich wollte eine Beziehung, ich habe aber andere Menschen als bedrohlich erlebt, beziehungsweise in meiner Familie habe ich mich nicht angenommen gefühlt, ich habe mich verletzt gefühlt und abgelehnt. Die Angst vor einem erneuten Schmerz war für mich lange Zeit so übermächtig, dass ich zwar eine Beziehung wollte und feste Freundschaften, gute Freundschaften wollte, dass meine Angst vor Nähe aber größer war als der Wunsch. Und ich habe trotzdem in jeder Therapie immer gesagt, ja, ich mache das jetzt, ich lerne jetzt neue Leute kennen. Ja, ich gehe jetzt auf Dates, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch. Fakt ist aber, ich habe das nicht durchgezogen. Ganz oft habe ich das nicht durchgezogen. Warum? Weil die Angst, diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Wenn mich jemand wirklich kennenlernt, wird er mich verlassen. Wenn ich gut bin, kriege ich Hass ab. Wenn ich gut bin, werde ich nicht angenommen. Ja, das hat sich so eingebrannt, dass ich dann quasi mich selbst sabotiert hatte. Und eine Situation zum Beispiel in meiner Schulzeit war mal gewesen, ich sollte eine Buchvorstellung machen. Und ich habe das Buch vorgestellt. Und am Ende habe ich so angefangen, ja, ich kann das jetzt auch nicht. Und das war natürlich jetzt nicht so gut präsentiert und so weiter. Und dann hat mich meine Lehrerin danach geholt und meinte so, Maike, wieso machst du dich jetzt vor der Klasse schlecht? So, also die Buchpräsentation an sich war sehr, sehr gut. Aber durch dieses ganze Abwerten jetzt, ist die Darstellung halt nicht mehr so gut. Und dafür ziehe ich dir jetzt Punkte ab. Und es müsste nicht sein, warum sabotierst du dich selber? Und damals habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ne? Also es war mir überhaupt nicht bewusst, was ich da mache, dass ich quasi gegen mich trete, dass ich mir Erfolge wegnehme, weil ich ja Angst habe vor der Anerkennung oder es für mich vielleicht bedrohlich ist, auch gut zu sein. Und dementsprechend muss man da wirklich aufpassen. Also wenn du mit diesen Punkten nicht weiterkommst, dass du dir ein Warum suchst, dass du dir Ziele suchst, dass du dich selbst belohnst, dass du visualisierst, wie es sich anfühlt, dass du dir auch vorstellst, wie fühlst du dich, wenn du es nicht erreicht hast. So, wie schlecht werde ich mich fühlen? Ich werde mich gut fühlen nach dem Sport, also gehe ich hin. Diese ganzen Punkte. Und dir auch wirklich im Detail vorstellst, wie toll das alles sein wird. Guck immer auch, ob es irgendwas in dir gibt, was ein Widerstand ist. Im NLP haben wir gelernt, mit den inneren Anteilen zu kommunizieren. Wenn man sich ein Ziel setzt, soll man alle seine inneren Anteile befragen, ob irgendjemand was dagegen hat, wenn dieses Ziel erreicht wird. Und in meinem Fall war das natürlich so dieser Schutzanteil von mir, der dann gesagt hätte, oh nein, 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 nein. Wir wollen jetzt nicht die Beste sein. Wir wollen nicht die Beste sein, weil wir kriegen dann den Hass und das halten wir nicht aus. Wir wollen geliebt werden, wir wollen angenommen werden. Das ist das Wichtigste. Und genauso bei dem Thema Beziehung. Nee, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir verlassen werden, das halten wir nicht aus. Da bringen wir uns um. Deswegen ist es für uns sicherer, wenn wir alleine bleiben. Wir müssen alleine bleiben. So, dieser Anteil, der hätte da protestiert gegen das Ziel und gesagt, boah, nee, das schaffe ich nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dementsprechend war es für mich sicherer oder es war leichter, Dinge nicht zu verfolgen, Dinge nicht durchzuziehen, weil ich Angst hatte vor dem Schmerz, Angst hatte vor dem Neid, Angst hatte vor Ablehnung. Und das für mich so lebensbedrohlich war, dass ich meine Ziele nicht verfolgt habe. Das ist traurig, dass ich das so sage. Oder zum Beispiel auch, wenn man raus möchte aus einer Essstörung. Schreibe dir erstmal auf, was die ganzen Vorteile der Essstörung sind. Was sie dir bringt, was sie dir gibt, wie sie dich stabilisiert. Und bevor du losgehst und aus dieser Essstörung raus willst und sagst, nee, jetzt habe ich keinen Essanfall mehr, jetzt esse ich immer regelmäßig, gucke, dass du dir für alle Punkte, wo was dagegen spricht, wo jemand sagt, nein, schaffe ich nicht,
ich brauche das hierfür und hierfür, dass du da erstmal einen Ersatz für findest, weil sonst wird das nicht klappen. Ich möchte auch noch viele Videos zum Thema Essstörung machen, wo ich dann sage, okay, wie halte ich das aus, wenn ich einen Essanfall habe? Wie schaffe ich es zu essen, wenn ich den Widerstand habe? Weil Wissen alleine oder die Motivation und das Ziel alleine bringt dich nicht weiter, wenn du dir nicht über die unbewussten Anteile in dir im Klaren bist, die eventuell dagegen treten. Ja, deswegen das von mir erstmal zu diesem Thema. Was ich aber noch als sehr hilfreich erachte und was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass man sich dann Unterstützung sucht. Wenn es so ist, dass man diese Anteile hat, die dagegen sprechen, starke Ängste, starke Selbstzweifel und so weiter oder eine Sucht, dann ist es wichtig, dass man sich jemanden holt, der einen unterstützt. Ich habe das, als ich als Coach gearbeitet habe, oft gemacht mit depressiven Patienten, die gesagt haben, ja, ich habe so einen regressiven Anteil, ich kann das nicht, ich komme nicht aus dem Quark, ich brauche immer jemanden, der mich erinnert, immer jemanden, der das macht. Ich habe am Anfang dabei gesessen, die hatten zum Beispiel Probleme anzurufen beim Mahnverfahren und ich habe gesagt, wir machen das zusammen, ich sitze daneben und wenn sie nicht mehr weiterkommen, dann übernehme ich den Hörer. Ich habe teilweise die Leute einen Tag vorher angerufen und die daran erinnert, was es heute zu tun gibt, ob wir nochmal drüber sprechen wollen, welche Ängste da sind. Dazu braucht man nicht unbedingt einen Coach oder einen Therapeuten, wenn du vielleicht eine gute Freundin hast und sagst, du, ich will das und das erreichen. Magst du mich dabei unterstützen? Dann kann man auch ein sehr gutes Team sein in der Freundschaft. Vielleicht will der andere auch was erreichen, wo man den unterstützen möchte. Und dann kann man sagen, Mensch, ich habe Angst, dahin zu gehen. Begleitest du mich dahin? Lässt mich vielleicht mal 10 Minuten alleine? Dann teste ich das und halte das aus. Kann ich dich bei irgendwas unterstützen? Soll ich dich vielleicht daran erinnern, zum Sport zu gehen? Soll ich dir nochmal sagen, wie gut du dich danach fühlst? Soll ich dir nochmal die Vorteile aufzählen? Soll ich dir helfen, wenn du in der Angst steckst? Soll ich mit dir gemeinsam gehen? Das ist was auf jeden Fall wertvoll ist, sich da auch Unterstützung zu holen. Und bei traumatischen Erfahrungen, wenn da wirklich Glaubenssätze entstanden sind, wie ich kann nichts, so, oder es bringt nichts, was anzufangen, weil ich kann es sowieso nicht schaffen, dann auf jeden Fall therapeutische Hilfe holen. Dann schafft man das nicht. Und dann hat das auch nichts mehr mit Motivation und Chakra und du schaffst das und was auch immer zu tun. Dann sind es einfach tiefer liegende Probleme, die man bearbeiten muss. Genau, also das war jetzt mein doch sehr langes Video zu dem Thema Motivation und wie schaffe ich das, Dinge durchzuziehen. Ich hoffe, es war hilfreich und informativ. Und sonst sage ich danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.